Wir wollen heute über Netzteile sprechen, und zwar über unsere Netzteile. Ein Netzteil ist ein Grundbaustein oder der Grundbaustein für jegliche Systemkonfiguration. Und gerade im Bereich der ATX-Netzteile gibt es unzählige Modelle und Wattklassen. Und da fragt sich natürlich der Käufer dort draußen, welches Netzteil ist das Richtige für mich? Wo liegen die Unterschiede? Und deswegen habe ich hier jemanden zu Rate gezogen, der es weiß. Und das ist unser Produktmanager für unsere Netzteile, Christian Berndt. Moin, hallo. Moin, hallo. Ja, wir sind hier umrahmt quasi von etlichen Netzteilen. Ich habe keine Ahnung, schätzungsweise wahrscheinlich über 10.000 oder vielleicht. Ich habe sie nicht gezählt. Wir haben sie nicht gezählt. Und wir wollen in diesem ganzen Wirrwarr von etlichen Netzteilen hier ein bisschen Klarheit reinbringen in unsere Produktpalette. Und ganz unten steht unser System Power 9. Das ist unser Einsteigermodell. Energieeffizienz von 80 plus Bronze. Erhältlich von 400 bis 700 Watt, hat natürlich nicht all die Features der anderen Netzteile, aber in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis ist es doch sehr effizient. Nicht alle Features, kann man sagen. Man könnte aber auch sagen, wir haben dieses Netzteil aufs Wesentliche reduziert. Das System Power war ja ursprünglich mal nur für Systemintegratoren gedacht, wurde dann aber so oft nachgefragt und war am Markt so erfolgreich, dass wir es auch dem Endkunden anbieten wollten und das auch anbieten. Es ist für den Gelegenheitsspieler gut geeignet, für einen preisbewussten Käufer, für jemanden, der BeQuiet-Technik zum ganz kleinen Preis haben möchte. Vielleicht auch ein Netzteil, was man den eigenen Kindern, die anfangen zu zocken, vielleicht auch mal kaufen könnte, ohne jetzt ganz tief ins Portemonnaie greifen zu müssen. Genau. Dann gehen wir über zu dem Pure Power 10. Das ist jetzt schon ein relativ großer Schritt hin zur Top-Qualität. Wir haben hier schon 80 plus Silber. Wir befinden uns immer noch in einer sehr moderaten Preiskategorie. Und in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Pure Power 10 extrem leise. Ganz genau. Wir haben beim Pure Power 10 einen geräuschoptimierten BeQuiet-Qualitätslüfter eingebaut. Das Netzteil gibt es sowohl mit festen Kabeln als auch mit Kabelmanagement. Gut für den Mainstream-User, der alles machen will, zwischendurch mal Game, Office. Auch gut geeignet, um alte PCs mal mit einem neuen Netzteil zu versorgen. Also wenn bei den eigenen Eltern mal wieder der Anruf kommt, hey, mein PC läuft nicht mehr. Ein sehr guter Plan, vielleicht kurz das Netzteil getauscht, genau, dann ist Ruhe. Weil dann kann man definitiv sicher sein, dass in den nächsten Jahren kein Anruf kommt. Richtig. Und man muss nicht so viel Geld ausgeben. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier top. Kann man sagen, dass der kleine Bruder da jetzt langfristig auch von den Technologien der älteren oder besseren Brüder profitiert hat? Also dass er so leise ist aufgrund der verbauten Technologie in den anderen Netzteilen? Wir haben natürlich viele Dinge, die wir bei den anderen Netzteilen entwickeln und optimieren, versuchen wir natürlich in diese neue Produkte mit einfließen zu lassen. Wir haben bei der Lüftertechnologie entsprechend gearbeitet. Es ist immer so, dass wir Dinge, wenn sie gut sind, in den weiteren Produkten weiterverwenden. Das nächste Netzteil wäre dann unser Leistungsmonster mit dem treffenden Namen PowerZone mit vollem Kabelmanagement. Wir befinden uns in einer ähnlichen Preiskategorie wie beim Pure Power 10. Allerdings kann man hier bis zu 1000 Watt aus einem Single Rail Betrieb rausziehen. Und das hat natürlich auch Gründe. Richtig. Wir haben hier beim Power Zone den Hauptschwerpunkt auf Leistung gelegt. So viel Leistung, wie man kriegen kann fürs Geld. Wir haben hier Bronze-Effizienz. Wie du schon angesprochen hast, haben wir Single-Rail-Betrieb. Das heißt, wir können, wenn wir mal overclocken wollen, wir brauchen auf der 12-Volt ein bisschen mehr Schub, dann können wir die hier abrufen. Ist sehr praktisch, wenn man mal den Prozessor oder die Grafikkarte übertakten möchte, stärker als die Spezifikation erlaubt. Dafür ist das genau das richtige Netzteil. Wir haben vollmodulares Kabelmanagement, Bronze-Effizienz. Ja, und dann haben wir hier auch die Cool-Off-Funktion mit implementiert. Das heißt, wenn der PC runterfährt, läuft der Lüfter nach dem Runterfahren noch weiter. Was zur Folge hat, dass die Bauteile besser gekühlt werden. Da ja gerade, wenn der PC runtergefahren ist, Bauteile heizen ja noch weiter, können wir hier noch eine bessere Kühlung, damit auch eine längere Lebensdauer gewährleisten. Hat Anschlüsse für zusätzliche Gehäuselüfter, die bei Bedarf dann über die Lüftersteuerung des Netzteils mitgeregelt werden. Und kann auch ganz gut warm werden, ohne dass was passiert. Also ganz genau. Wir haben dieses Netzteil auf 50 Grad Umgebungstemperatur spezifiziert. Das ist 10 Grad höher als sonst üblich. Dementsprechend robust
ist das Netzteil. Und deswegen können wir auch 5 Jahre Garantie geben. Also quasi hohe Wattklasse für wenig Geld. Und wenn wir gerade jetzt hier über Wattklassen reden, man weiß ja vielleicht nicht immer, welche Wattklasse jetzt so das Beste für den eigenen PC ist. Falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr auf bequiet.com auf den Netzteilkalkulator gehen und dort könnt ihr eure Komponenten eingeben und der Kalkulator spuckt für euch das richtige Ergebnis aus, also eine Wattklasse, mit der ihr garantiert ganz sicher fahrt. Dann kommen wir jetzt zu dem absoluten Lieblingsnetzteil unserer Kunden und zwar ist es das Straight Power 11 80 Plus Gold. Absolut hochwertige Komponenten eingebaut, also wirklich eine ganz andere Liga und man mag es nicht glauben, von allen 5 Netzteilen, die wir hier aufgebaut haben, ist das Straight Power 11 auch das leiseste Netzteil von bequiet. Genau, wir haben hier sehr viel Entwicklungsarbeit in die Geräuschminimierung investiert. Wir haben den Silent Wings 3 Lüfter mit dem 6-Pol-Motor und diesen trichterförmigen Lufteinlass. Wir haben hier diesseitig die Wire-Free-Technologie verbaut, das heißt, wir haben auf der Sekundärseite keine Kabel verbaut. Was nicht ganz unerheblich ist, weil das hat nämlich auch Auswirkungen auf die Gesamttemperatur. Man denkt ja immer so, ja gut, Kabel, ob da Kabel im Netzteil drin sind oder nicht, könnte jetzt der eine oder andere vielleicht denken, ist mir vielleicht nicht macht so wichtig. Macht einen ganz schönen Unterschied aus, weil der Luftstrom einfach noch optimierter ist. Die Bauteile werden besser gekühlt, die Leitungswege sind kürzer, dementsprechend wird auch die Effizienz noch etwas höher. Das Netzteil hat auch hier vollmodulares Kabelmanagement. Ist geeignet für den Enthusiasten, für den Gamer, aber auch für den Grafiker oder den 3D-Künstler. Auch sehr gut geeignet, wenn man mal eine große Workstation hat und in einem Großraumbüro, wo man seine Mitarbeiter mit Geräuschen verschonen will. Ja, also leiser Betrieb für Gemeinschaftsbüros, für den Arbeitsalltag, um anderen nicht auf die Nerven zu gehen, aber auch extrem wichtig, weil leise, wenn der PC auf dem Schreibtisch steht und es gibt ja durchaus den einen oder anderen Zocker, der den PC auf dem Tisch stehen hat und da ist die Entfernung zum Ohr natürlich wesentlich geringer und deswegen sollte man auf ein leises Netzteil durchaus achten. Und auch hier haben wir natürlich 5 Jahre Garantie. 5 Jahre Garantie, genauso wie das Dark Power Pro 11, wobei im ersten Jahr sogar auch mit Express-Austausch, was ja auch ein besonderes Feature ist. Jetzt habe ich die ganze Zeit aber schon von der Oberliga gesprochen, von Top of the Tops, Straight Power 11, das leiseste Netzteil. Da könnte der eine oder andere Enthusiast dann sich auch fragen, gut, warum sollte ich dann überhaupt noch so viel Geld investieren in ein Dark Power Pro 11? Das ist eine relativ schnippische Frage, aber ich muss sie dir mal stellen. Aber ich kann sie relativ einfach beantworten, weil im Dark Power Pro 11 alles verbaut ist, was geht. Wir haben hier an Bauteilen und Technik alles eingebaut, was es einzubauen gibt. Wir haben Platinum-Effizienz, wir haben Fullbridge LLC plus DC-DC plus Synchronized Rectifier. Das wird einigen nichts sagen, aber es ist von der Technologie noch etwas weiter. Es hat sehr großzügig dimensionierte Bauteile. Wir haben auch hier Kabelmanagement. Wir haben den Overclocking-Key. Wir haben auch hier den Silent Wings 3 Lüfter. Wir haben zusätzlich Lüfteranschlüsse. Und kannst du vielleicht nochmal den Overclocking-Key näher erläutern? Also wie genau funktioniert das? Was der tut ist im Prinzip, wir haben ja Schutzschaltung. Wir haben ja Multirail- und Single-Rail-Betrieb. Im Multirail-Betrieb haben wir mehrere 12-Volt-Leitungen. Und jede 12-Leitung hat eine eigene Überstromsicherung, eine sogenannte Overcurrent Protection, OCP. Und mit diesem Overclocking-Key können wir die deaktivieren. Das heißt, wir haben immer noch die gesamte Leistungsabschaltung, aber wir können über jede Buchse theoretisch die volle Leistung abverlangen. Das ist bei einigen Grafikkarten oder CPUs, die man außerhalb der Spezifikation betreiben möchte, dann sehr vorteilhaft. Lässt sich dann aber auch durch ein einfaches Ein- und Ausschalten halt einstellen. Also völlige Freiheit in dem, was man quasi machen will. Ja. Auch allein schon an den Anschlüssen, das kann man von der Seite vielleicht nicht so sehen, aber... Und zum Thema Lautstärke ist noch zu sagen, Platinum-Effizienz heißt natürlich auch, es wird weniger warm. Dementsprechend können die Lüfter niedriger drehen, es wird leiser. Wir haben außerdem das entkoppelte Gehäuse, das heißt, die Vorder- und die Rückseite des Gehäuses sind noch mit zusätzlichen Gummiteilen ausgestattet, die eine Übertragung der Vibration auf das Gehäuse minimieren. Und für all diejenigen Kunden, die bereit sind, für die maximale Qualität auch was auf den Tisch zu legen. Und es kann auch wahrscheinlich über Tage lang im Dauerbetrieb laufen, oder ja, nicht?
kannst du auch in der Wüste noch deine Grafiken mit rendern, wenn du möchtest, oder deine Videos. Kein Problem. Also ich könnte quasi als 3D-Artist in der Wüste Gobi mein 3D-Animationsfilm komplett mit einem Netzteil ausrendern lassen und wahrscheinlich, ja, wäre es überhaupt kein Problem, weil das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Mhm. Unkaputtbar. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen bezüglich unserer Produktpalette und euch ein bisschen klarer machen, welches Netzteil das geeignetste für euch ist. Ja, und in diesem Sinne sage ich mal einfach stay quiet und bis zum nächsten Video.